Auch wir hier in der Ronn-Region haben richtig gute Wrestler. Vom ACE Weinheim ist nämlich der Insane Killer zu uns gekommen, Timo Miucci. Hi, vielen Dank, dass ich heute hier darf. Ich muss keine Angst haben, dass Sie mich jetzt hier quer durchs Studio werfen. Nein, das machen wir nur im Ring. Hier im Studio werden wir das sein lassen. Wir haben so die richtigen Profis gerade gesehen, die US-Amerikaner. Wie sieht das bei Ihnen aus, wenn Sie in den Ring steigen? Also eigentlich nicht viel anders. Wir machen das natürlich vor einer kleineren Menge, von einem kleineren Publikum. Aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Also wir legen auch Wert auf unseren Charakter. Wir legen Wert darauf, dass die Leute zufrieden nach Hause gehen und vor allen Dingen, dass sie eine gute Show bekommen. Und das ist uns sehr wichtig. Ja, als Zuschauer fragt man sich ja immer, ich bin in dem Fall der Zuschauer, wie viel ist es denn jetzt tatsächlich Show, wie viel ist Improvisation, wie viel ist da vorher abgesprochen? Ja, also dieses Improvisieren gehört natürlich auch dazu. Ich sag's immer so, es ist eine sehr gute Mischung aus Entertainment, Athletik und vor allen Dingen viel sportlichem Background. Mhm. Wir sind moderne Alleskönner einfach auf diesem Gebiet, die es dann im Ring abrufen, um den Leuten das bestmögliche Produkt und die bestmögliche Qualität bieten zu können. Aber Sie können mir nicht sagen, dass das nicht weh tut, was da alles passiert. Das tut sehr weh. Das tut sehr, sehr weh. Und wir trainieren sehr lange dafür, um diese Schmerzgrenze zu erreichen, damit wir das im Ring ausführen können. Ist schon mal was passiert im Ring? Ja, also ich habe jetzt schon mehrere Zähne verloren, Weisheitszähne. An der Schulter sind schon Bänder gerissen, also es geht nicht unfallfrei zu. Ja. Sind das jetzt die Vorbilder, die wir gerade gesehen haben? Ist das mal das Ziel, auch richtig deutschlandweit, europaweit auf Tournee zu gehen? Definitiv, natürlich. Also wenn man als Wrestler im Prinzip anfängt, dann sollte eigentlich schon das Ziel sein, dass man zu der höchsten Liga kommt. Das ist in dem Fall die WWE, die natürlich auch ihre Wrestler dementsprechend gut bezahlt natürlich. Das ist bei uns im regionalen Bereich, bei der ACW auch noch nicht der Fall. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass halt Wrestling immer noch eine Randsportart ist, die wir versuchen, Mainstream zu machen. Sie sagen, das ist eine Randsportart. Ärgert es Sie manchmal, dass es so ein bisschen noch belächelt wird? Also mit Wrestling, ach, das ist doch kein richtiger Sport. Ich habe viele Leute zum Wrestling gebracht, die vorher noch nie eine Wrestling-Show gesehen haben, die auch mit der Einstellung drangegangen sind, ha, ja, das sind ja nur Unterhosenmenschen, die sich gegenseitig anfassen. Die waren nach der Show restlos begeistert und sind jetzt noch treue Kunden und treue Gäste bei uns in der ACW. Wann sieht man Sie denn das nächste Mal? Also wir haben unsere nächste Show am 2.12. Dort findet unser jährliches Wild Christmas statt, unser sogenanntes WrestleMania der ACW. Dort können Sie das gerne mal in voller Pracht bestaunen. Gerne. Also wir laden alle ein, die dabei sein wollen und bedanken uns bei Timo Miucci für den Besuch und weiterhin viel Erfolg im Ring. Vielen Dank, vielen Dank.